Die digitale Wasserwaage in der Kamera ist klasse und immer wieder macht sie mir das Leben leichter. Man kann sich aber auch sehr, sehr leicht von ihr in die Irre führen lassen, denn nicht jedes Foto muss waagerecht sein, um gut auszusehen. Manchmal ist auch genau das Gegenteil der Fall. Diese beiden Schmetterlinge hier zum Beispiel, die habe ich ohne wirklich drüber nachzudenken nach der Wasserwaage fotografiert, einfach nur weil sie noch an war. Später im Edit ist mir jedoch aufgefallen, dass das Foto viel harmonischer wirkt, wenn ich es nach der teilenden Linie in der Mitte ausrichte, da kein Element sichtbar ist, das auf eine waagerechte Ausrichtung hindeutet. Also lasst euch nicht von der Wasserwaage in die Irre führen.